Die UEFA ist da und organisiert unsere Fußball-Europameisterschaft! Yeah! UEFA! Das macht dann bitte erstmal 500 Euro für jeden. Na klar. Für jeden. Danke. Oh, schöne Ohrringe. Aber das ist ein Familienerbstück. Dafür bekommt ihr aber auch europäischen Spitzenfußball. Zum Beispiel Georgien gegen Tschechien. Ja! Ja! Na bitte, geht doch. Wie sieht's denn eigentlich aus hier? Was ist denn? Der ist doch nicht UEFA-normkonform. Kauft euch einen neuen. Zum Beispiel damit. Aber wir sparen doch auf eine Wärmepumpe. Jetzt nicht mehr! Europameisterschaft! Ole, 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 hey, hey. Was ist das denn? Falsche Plörre. Das ist nicht unser Bierpartner. Daran verdiene ich überhaupt kein Geld. Besorgt was anderes. Ja, dann trinke ich eben noch eins. Ich kann es eh gerade gebrauchen. Hey! Ein Schluck und du fliegst raus. Das ist mein Haus. Du kannst hier nicht einfach machen, was du willst. Bei uns gibt es Regeln. Meine EM, meine Regeln, meine Kette. Aber Scheiße finden darf ich das schon noch, oder? Ja, aber nicht hier und nicht im Umkreis von 500 Metern. Was? Wer hat das denn abgesegnet? Du, Schätzchen. Scheißegal, es ist nur einmal EM in Schland, in Schland. Moin, das IOC ist da. Wer hat Bock auf Olympia? Nee, auf so einen korrupten Mister, den wollen wir hier nicht haben. Überhaupt nicht, wollen wir ganz und gar nicht haben. Hä? Was ist das denn? Kreuzfahrtterminal. Hab ich dahin schnell lassen. Hier. Die Rechnung. 350 Millionen? Aber ich habe schon ganz tolle Nachnutzungspläne. Hier, die stellen wir einfach da rein. Sag mal, wer bist du eigentlich? Hast du überhaupt Übertragungsrechte? Hey, mach das Ding aus, Tor! Und damit ist auch Rotterdam komplett überschwemmt, während in der Lüneburger Heide der siebte aktive Vulkan entdeckt wurde. Aber hey, auch positive Nachrichten im Jahr 2031. Extra 3 läuft weiterhin in der ARD-Mediathek, moderiert von ihrem Kaistian Ehring. Denn es gibt keine Menschen mehr, aber die ARD-Mediathek überdauert jede Apokalypse.